Oh, das perlt aber ganz schön. Willkommen zu einer neuen Folge. Oh, Moment, so. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 4. Bin das runtergefallen. Oblivion. Ist ja wunderbar, ey. Aber genau das passt ja auch heute, denn heute ist nichts mehr so, wie es mal war. Zumindest wird es das gleich nicht mehr. Denn wir haben hier Tanashino Big Raid vor uns. Wir haben vom lieben Lucien Lochance den Auftrag bekommen, dass wir hier direkt mal kurz mitten im Leben nachspielen dürfen. Und zwar müssen wir hier jeden Einzelnen, der hier ist in der Dark Brotherhood, auslöschen, da sich unter ihnen ein Spion verbirgt. Und da es ja leider nicht so geht wie mit Gaddafi zum Beispiel, dass man sagt, bitte hör auf, muss man die eben jetzt alle mal einzeln auslöschen. Aber bevor wir das machen, wenn wir nochmal schön auf die Gefühlsdrüse drücken, RTL hat es uns ja gezeigt, wie das geht. Und zwar reden wir vorher nochmal mit allen. Vielleicht kann man auch mal reden, so moin. Leider kann ich dich nicht mehr am Leben lassen. Mal gucken, wenn ich mal einen finden würde. Uchiwa, die heben wir uns mal zum Schluss auf. Lass mal mit den anderen reden. Wir haben übrigens auch natürlich Sachen dafür bekommen. Das heißt, wir können jetzt, wir müssen die nicht alle sneaky-mäßig kaputt machen. Wir können theoretisch einen angreifen, offen. Ich weiß nicht, ob die anderen auch auf euch draufkloppen werden, aber zumindest sinkt die Disposition von den Leuten, wenn sie es mitbekommen, direkt um 70 Punkte. Aber ist ja eh egal, weil die müssen wir ja eh ausschalten letzten Endes. Aber wir haben noch was bekommen von Lucien. Hier, Rufio's Ghost. Für 120 Sekunden können wir den herbeibeschwören. Was war es noch? Ein Poisoned Apple haben wir noch bekommen. Ich werde auch mal gucken, dass ich den einsetzen kann. Der bringt auch ziemlich viel, wenn ihr ihn verkauft, wie ihr hier sehen könnt. Aber vielleicht können wir ja gucken, dass wir das, daraus mal einen Vorteil ziehen. Bevor wir denen letzten Endes den Scheitel ziehen. So, oh, hier haben wir direkt drei Leute. Ach, die schlafen, glaube ich, gerade, oder? Ne, oder auch nicht. Dann reden wir erstmal mit ihm. Well met. Okay, der hat nicht viel zu sagen anscheinend, alles klar. Some blood for me, dear brother. Dann aber, das ist übrigens der Einzige hier, der problematisch werden könnte, weil er eben so eine Heavy Armor hier hat. Welcome, welcome to the family. I'd hug you, but Uchiwa told me not to. Ach, mach's mir doch nicht so schwer. Mm. Happy hunting, my brother. Meinetwegen. So, was hast du zu sagen? Ah, dear friend, may I steal a moment of your time? Ach, stimmt, ja. I have a rather delicate situation. Also, I was hoping you could help me with. Zwei Sachen gibt's hier noch, die wir machen sollten. And will have no bearing on your standing within the Dark Brotherhood. Would you like to hear more? Also, es gibt hier noch zwei Sachen. Dieses Quest mit dem Vampir, von dem, mit dem wir gerade gesprochen haben. Wenn ihr ihn eben legt, dann kann man das Quest schwer machen. Das heißt, wenn ihr noch ein Vampir werden wollt, solltet ihr euch das von ihm holen. Da gibt es so eine kleine Vampir-Nebenquest, aber ich mach das nicht, weil ich Vampire scheiße finde. Und das ist auch eine Quest, die wir natürlich nur machen können, bevor wir eben diesen Big Raid hier veranstalten. Wir gucken mal, was er zu sagen hat. Ich weiß selber nicht, worum es geht. I find your decision most agreeable. Now the details. Far south of here, on the southern end of Cyrodiil, lies a swamp called Bogwater. Hiding in that swamp, you will find an Argonian shadow scale named Scartail. Kill this renegade and bring me his heart as proof of the deed. Okay. May you walk always in the shadow of Cities. Dann werden wir ihm mal das Herz stehlen. So, hier haben wir noch eine. Die kenne ich gar nicht. Hello, brother. It's good to see you again. The Night Mother has been smiling upon you, I hope. Ach so, ich glaube, das ist die normalerweise hier mit, ja genau, mit Arrows eben unterwegs ist. Okay, das heißt, hier haben wir Armor in weiblicher Version, alles klar. Ah, es ist... Wie gesagt, weil eben alle so nett auch zu einem sind, es ist echt ein bisschen... Das macht es nicht wirklich leicht. Also jetzt eben alle da umzulegen. You've seen Lucien Lachance then. Good, good. I know whatever task he has for you will be carried out with skill and discretion. Leider. Gucken. Lucien Lachance's word is law. Whatever contract he has given you must be carried out without question. Okay. Lucien isn't here very often. His duties with the Black Hand keep him very busy, so he trusts me to keep the sanctuary in order.
zum Glück eben mit der Black Hand und nicht mit dem Black Fuß. Naja, passt schon. So, dann haben wir noch zwei Leute, glaube ich, insgesamt. Die müssten hier drin sein. Oder ein? Ich glaube zwei, oder? Ja, zwei. Nummer eins hätten wir Antonietta. Ja, moin. Welcome, brother. So good to finally meet you. I hope you're getting along all right. Oh ja, passt. Good luck, brother. I hope you don't. So, einen haben wir noch und den kennen wir ja und den können wir auch nicht leiden hier. Zack. Ah, there you are. Look, I've been thinking and... Well, I guess I just want to say I'm sorry for the way I treated you in the past. I mean, look at you. The things you've accomplished. You've obviously proven yourself a valuable member of this sanctuary. Ich hasse dieses Game für diese Stelle. So, let's start over, shall we? I know from now on, you and I are going to be great friends. Mm. Now, is there something you'd like to buy or sell? Verdammtes Drecksgame. Aber ich habe irgendwie sowas, als ich zum ersten Mal gespielt habe, habe ich sowas irgendwie kommen sehen. Dass irgendwie so ein Drecksvertrag kommt, bei dem man irgendwie alle auslöschen muss und dann kommt sowas. Aber man sollte sich auf jeden Fall das Inventory nochmal anschauen, denn die Sachen, die ihr hier verkauft, die gibt's natürlich dann auch nicht mehr. Ihr könnt ihn nicht einfach looten von seinem Körper dann. Deswegen solltet ihr hier nochmal gucken, ob ihr hier eventuell irgendwas gebrauchen könntet. Zum Beispiel hier diese Poisoned Apples, aber das lassen wir. Lockpicks. Wir sind noch ein bisschen weit entfernt von Level 10, deswegen geben wir mal ein paar. So, ja, 30 für nur Erben. Moin. 150 Gold natürlich gerne. Was es aber später noch gibt, grinst mich nicht so an, ist hier die Spells. Also da kommt später noch einer hier in dieses Sanctuary eben rein. Und da könnt ihr diese Spells, glaube ich, auch wieder kaufen. Nur halt das Inventory ist dann halt nicht mehr da, was er jetzt gerade verkauft. Aber wir können ja mal gucken. Das können wir eigentlich mitnehmen. Kostet auch nicht so viel. Chameleon, nicht genug Magicka. Restoration Skill, nicht genug Magicka. Ah. Dann halt nicht. Boah. Innere Verperlung gerade. Until we meet again, my dear. Ist das Game scheiße. Das wäre ja schön, wenn es wenigstens einen gegeben hätte, den wir nicht ausstehen können eben, aber. Ganz schlimm sowas. Aber gut. Bevor wir uns um die Kollegen kümmern. Können wir uns ja vorher nochmal um den Vertrag von dem einen Typen, dessen Namen ich gerade schon vergessen habe, mal kümmern. Purification war es nicht. Hier. The Renegade Shadow Scale. Richtung Borgwater müssen. Wir in der Nähe von Leyawin, sollten wir hier hingehen. Five Riders Stable. Unser guter Rex müsste eigentlich auch mit am Start sein direkt. Ich will mal kurz hier ein bisschen. So, zurücklehnen. ja, da haben wir noch schon. Rauf da mit dir. Ich glaube, ist das hier ein Quest? Hm. Perhaps you'll be able to assist me. I'm after some Skooma dealers. Ja, komm, mach mal ein bisschen Sidetracking, damit wir hier dieses blöde Quest mal kurz vergessen können. Was gibt's denn? Skooma dealers. A small group of Skooma dealers led by a Dunmer named Kylie Sonavo is holed up in the Grayland settlement just up the road. Ah, kenn ich sogar noch. I've been trying to catch Lenavo for months. But every time I approach the place, his lookout sees me, and he goes running. Okay. I need someone to go in there and put a stop to those fetchers. I don't care what it takes. We must get that poison they're selling off the street. Bring me Lenavo's ring. It's a bit like San Andreas. Been dealt with, and I'll give you the bounty on him. Dann machen wir das mal. Be vigilant, Lenavo. Wo hat er gemeint? Direkt hier die Straße hoch oder was? Raid on Grayland. Ja, direkt da hinten. Oh, das scheint nicht so das Problem zu sein, die Quest hier. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Quest ist, aber es könnte sein, dass es genauso ist wie in Blood Moon die Quest mit Onkel Schleckermaul. Dass man da jetzt eben, also da konnte man sich ja den Hut geben lassen und er hat dann einfach gesagt, ja, hier, ich verkaufe das Mondzeug ja nicht mehr. Das könnte ich mir ja ähnlich vorstellen, dass er uns einfach, dass wir sagen können, also dass wir ihn entweder liegen können und dann eben seine Sachen raiden können und der hat echt ein gutes Equip dabei. Oder die greifen einen direkt an. Was soll das denn? Why you hating? Komm her.
I'll get it. Nice block von mir, dankeschön. Muss mir mal kurz ein bisschen aufstacheln hier. Okay, dann werden wir mal kurz ein bisschen den Typen ins Herz schießen, so. Das Herz ist übrigens ein bisschen weiter unten bei denen angesiedelt. Ihm ist das Herz quasi in die Hose gerutscht. Das hat noch, sagen auch Pons aus immer. Hallo, jetzt treff, so. Geht doch. War der jetzt überhaupt dabei oder ist er jetzt wieder weggerannt? Ah, hier, der Ring. Wunderbar. I have recovered Kilius Lonavos Ring. I should bring it to Lerexus as soon as possible to obtain my reward. Warte. Geld. So. Hat nichts, was... Obwohl, können wir da irgendwas verkaufen? Das kann man verkaufen. Das bringt ein bisschen was. Und das werden wir ja nicht nähen. Beim müssen wir ja noch Jack the Ripper spielen und... Oh! 202. Aber Claymore ist, glaube ich, beidhändig. Nicht wahr? Ja. Yep. Brauchen wir also nicht. Ich gehe da lieber auf One-Hand-Waffen, weil die einfach schneller sind. Also, Waffen, die man eben beidhändig... Skuma kann man eigentlich mitnehmen, weil es hier irgendwas... Hat jemand Skuma hier irgendwie? Müssten ja eigentlich theoretisch. Haha, habest du itataku des. Ah ja, hier. Dreimal, das holen wir natürlich mit. Es gibt übrigens auch in Bravil oder Anvil, ich weiß es gar nicht, in Bravil oder Anvil, glaube ich, war es. Es gibt sogar so eine, so ein Skuma denn. Das heißt, da sind so zugedröhnte Junkies eben drin. Und ich glaube, einer davon ist sogar der Sohn des hiesigen Bürgermeisters eben. Also, mal gucken, ob was. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall mit einem Quest verbunden, wenn ich mich recht erinnere. Und darum können wir uns ja auch noch kümmern. So, und jetzt schnell zurück. Na, eine relativ simple Quest eigentlich. Ein bisschen schade, dass man mit den Typen nicht reden kann. Aber naja. Man kann und nicht alles haben. Kann ich mich eigentlich healen hier oben auf Rex? Naja. Buggy. So. Any luck taking down Lenavo? Na sicher. Hier. Emperor. Hier. You've done it. I can't even begin to thank you enough. By the divines, I salute you in the name of the Legion. Here is your well-earned reward.